So, und dann geht's ja auch schon gleich wieder weiter. Wir warten gerade auf die nächste Welle hier an Mobs. Und irgendwie kommen die jetzt hier von oben, oder was? Das ist sehr seltsam. Jetzt sind es auch schon Felswürmer. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt bleiben wir mal hier stehen. Denn irgendwie kommen die jetzt nicht mehr, sondern kommen von der Decke oder was auch immer, wo die. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Also ein bisschen anders ist es scheinbar doch, dieses Scharmützel hier, als ich. Ah, die westliche Schmiede. Yay. Hey, hey, hey. So, westliche Schmiede. Endlich mal ein bisschen Standortveränderung, ne? Ist ja auch mal schön. Zwergenwache ist hier. So, und da kommen auch schon die Feinde. Und damit es ein bisschen schneller geht, lasse ich jetzt die Wache hier einfach mal mitkämpfen. Das bringt zwar weniger EP, wenn ihr die NPCs, also das ist allgemein für die Scharmützel, könnt ihr euch merken. Wenn ihr die NPCs mitkämpfen lasst, bekommt ihr weniger EP von den einzelnen Gegnern. Das ist einfach mal so. Und lässt sich auch nicht ändern. Und naja, ändern lässt es sich eigentlich, indem ihr einfach die NPCs hier nicht mitkämpfen lasst, sondern sie abfangt hier am Eingang jetzt zum Beispiel, wie ich das gemacht habe. Aber auch das ist natürlich keine Garantie, dass sich die NPCs nicht einmischen. Zum Beispiel in Gondamon, da passiert das relativ schnell, sage ich jetzt mal. Aber gut, man muss auch dazu sagen, die Erfahrung, die ihr da verliert, also... Ich meine, wenn ihr wirklich über Scharmützel leveln solltet, ja, dann ist es vielleicht interessant, wenn man sich diesen Tipp hier zu Herzen nimmt. Aber ansonsten glaube ich, wenn ihr mal so spaßeshalber hin und wieder mal ein paar Scharmützel einwerft und das nicht wegen der EP macht, sondern weil ihr eure Ausrüstung aufbessern möchtet oder so, dann ist das, glaube ich, wirklich unerheblich. Dann könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Mir ist jetzt übrigens bewusst, dass da einer durch ist, aber die Zwergenwache schafft das alleine, glaube ich. Und wenn nicht, kommen wir gleich zu Hilfe. Also wie gesagt, wenn ihr hier wegen der EP seid, dann lasst die NPCs nicht mitkämpfen. Das gilt natürlich nicht für euren Begleiter hier. Also den dürft ihr so einsetzen, wie ihr möchtet. Der darf euch alles niedermetzeln, was euch so vor die Flinte läuft. Aber eben nicht diese Zwergenwachen oder was auch immer. Gibt ja genug Wachen, ne? Oh, wieder Wundenfänger-Troll, der ist böse. Wie gesagt, ich lasse jetzt hier mal den NPC ein bisschen mitfighten. Damit es auch ein bisschen schneller geht. Damit euch nicht langweilig wird. Obwohl die Trolle schon geil aussehen. Vor allem, wenn man sie so mit Sveldo vergleicht. Jetzt steht Sveldo im Leichnam drin und man sieht ihn nicht. Also das ist schon cool. Aber wie gesagt, Scharmützel, naja, sind jetzt nicht so spannend, ne? Spielspaß bei mir 100%, aber euch wahrscheinlich Zuschauerspaß, naja, naja, ne? Ja, ja. Aber so, vielleicht gibt es ja Leute, die das noch nicht gesehen haben, für die könnte es eventuell ganz interessant sein. So, zweiter Angriff ist auch geschafft, 10 Zeichen haben wir erhalten. Und ich will jetzt eigentlich auf eine Begegnung warten, aber die kommt scheinbar doch nicht. Schade. Naja, gut, dann kann ich mir ja jetzt die Kohle holen von meiner lieben Wasserpfeife. Während wir hier gemütlich verschnaufen. Das ist doch auch gut, oder? So eine kleine Verschnaufpause schadet nie. So, da Littchen. Hier machen wir noch das Fensterchen zu. Hier brutzelt's fröhlich vor sich hin gerade. Und wir warten hier einfach mal. So, wann kommt denn... Ah ja, die Plattform des Aufsehers haben wir jetzt. Die ist da oben, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Bei Stotkel. Der darf auch mitkämpfen. Auf in den Kampf, Stotkel! Der ja schafft hier wieder seine Kriecher. Die sind voll ätzend, die Kriecher, denn die explodieren. Und das tut weh, darf ich sagen. Ah, das läuft jetzt schon, also. Das läuft hier schön.
Und zur Not haben wir ja auch noch hier die tollen Banner. Also alles easy peasy. So, da kommen wieder neue Mobs. Zack. Und dadurch, dass Stotkel mitkämpft, geht es natürlich eh sehr schön und schnell hier voran alles. Und das, glaube ich, gefällt euch. Oh, was wirft denn der hier mit Steinen? Oder sind das Giftbomben, der Saboteur? So ein Lümmel. Jetzt läuft er auch noch weg, der Sauhund. Und die nächste Welle stürmt hier auf uns ein. Ja, nach dem Part werde ich wahrscheinlich... Ach, ein Humpenmeister. Der macht mich besoffen, meine ich, ne? Ich glaube, der kann einen besoffen machen. Nach diesem Part werde ich natürlich wieder eine Pause machen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt diese Scharmützel hier gar nicht sehen... Ich schreibe es auch nochmal in die Videobeschreibung in der anderen Parts rein. Also wenn ihr sagt, ihr wollt diese Scharmützel nicht sehen oder das letzte Scharmützel nicht sehen, dann kann ich euch das natürlich nicht verübeln und dann müsst ihr das aber in die Kommentare schreiben, denn dann werde ich das letzte Scharmützelchen alleine und ganz privat im stillen Kämmerlein hier machen. Also das ist dann echt eure Entscheidung. Und wenn ich keine Kommentare bekomme, dann mache ich es einfach. Und hab Spaß. Ich würde mich zurückziehen. Danke, Bogenschütze, guter Mann. Er braucht noch einen Namen, ne? Kann man den hier einen Namen geben? Nein, keine Namen. Keine Namen für anonyme Bogenschützen, wie es scheint. Und falls doch, dann müsst ihr mir sagen, wo. Ansonsten bleibt dieser junge Herr hier anonym und wird in die Annalen als, haha, er hat Annal gesagt, wird in die Annalen als anonymer, namenloser Bogenschütze eingehen. Die schlagenden Flügel und das Zischen von Schlangen unter der Plattform des deuten auf Zwergdrachen hin. Oh, jetzt aber, jetzt kommen hier zwei Begegnungen auf einmal. Sag mal, das gibt's ja nicht. Ja, hier mal die Zwergdrachen. Ist das ein Bug, dass da jetzt zwei auf einmal kommen? Ist das normal? Das kommt mir sehr seltsam vor, alles. Jetzt kommt noch einer. Jetzt kommt die Drachenmutter auch noch, die Zelebarich. Oder Kelebarich. Ach so, das war... Wie, das war... War's das schon mit dem Scharmützelchen? Na gut, dann machen wir halt die Drachenmutter noch alle. Die ist nicht ohne. Die ist gar nicht ohne, Leute. Schaut mal an, was die hier an Schaden anrichtet, die Olle. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an ihrer Aura, ne? Kann das sein? Also die macht auf jeden Fall ganz schön in die Haut hier ganz schön was raus bei mir. Da muss ich mich sogar mehrfach heilen. Aber schaffen sollten wir sie auf jeden Fall. Wenn auch nicht schön, ne? Ist nicht kein schöner Kampf gewesen. Gut, dass sie sich stunnen lässt. So. Erste Begegnung hier abgeschlossen. Menschenskinder, das war aber kein schöner Kampf hier. Habe ich meinen Krams wahrscheinlich nicht mehr aktiv. Frühstück. Morgens, abends, 10:30 in Deutschland. So, da ist noch einer in die Eingangshalle gestürmt. Da schauen wir nochmal schnell. Der müsste dann hier oben sein. Wenn mich hier nicht alles täuscht. Das ist doch die Eingangshalle, oder? Das ist die Eingangshalle. Ja.
Sadauk. Schön, dass wir so eine lange Pause haben, dass wir das machen können. Finde ich knorke, dass wir das ohne Zeitdruck erledigen können, alles. Das hier so ein Pilzgolem. Die Mütze sieht so ein bisschen aus wie so eine 80er Jahre Schwulenkappe. Und Sadauk ist ja auch jetzt nicht so der Name für einen vollhetenden Typ, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Fällt mir gerade auf. Na, Sadauk, wie geht's dir denn, Süßer? Mensch, die machen alle ganz schön Schaden. Auch wenn er mal Schnuckiputz ist, der Sadauk. So, heilen wir uns mal. Ich nenne ihn ab heute Sadie. Oh, der hat einen Debuff. Seht ihr das? Ich habe ja normalerweise 5000 Leben. Oder Moral, besser gesagt. Und jetzt habe ich plötzlich nur noch 2000. Also, das ist scheinbar ein Debuff vom Mob. Und der hat es eigentlich ganz schön in sich, würde ich sagen. Aber gut, für den Sadauk kann man schon mal schwach werden, ne? So, Trollbezwinger. Neue Tat. Fein, 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 fein. So, jetzt dürfen wir mit Stotkill reden, da wir das alles hier gepackt haben. Mit eurer Hilfe sind wir zu allem bereit. Mir gefällt das nicht, Sveldo. Hört ihr das Grollen jenseits der Eingangshalle? Kommt, folgt mir! Na klar, ich folge dir gerne. Spürt ihr die Erschütterungen? Es nähert sich etwas aus Süden. Der Feind bringt eine mächtige Waffe gegen uns ins Spiel. Nein. Welche denn? Oh, ja, nicht so schnell, Stotkill. Da komme ich ja gar nicht mehr nach. Stotti. Der Troll Harna. Huch. Oh, der sieht ja. Hallo. Wir könnten doch reden. Komm, lass uns doch darüber reden. Treffen wir uns bei Brit am Mittag? Oder so? Oder nicht? Nein, nein. Er scheint nicht auf meine Angebote eingehen zu wollen. Na dann bleibt ihm eben nur noch der Tod. Oh, er hat auch Lavafüße. Schaut mal. Krasser Typ. Aber wir haben das Scharmützel gepackt. Yay! Schön. Sehr gut. Es gibt wenig mehr, bei dem ihr helfen könntet, Sveldo. Möchtet ihr mit mir reisen? Ach nee, ich bleib noch hier und guck mich noch ein bisschen um. Natürlich will ich hier raus. Ach, yes, ja. So. Wir haben gesiegt. Ja. Unsere Feinde vor uns erzittern. Ja. Ich muss gestehen, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Orks unseren Plan untergraben könnten. Es ist gut, dass ihr hier wart, als der Kampf verloren schien. Sonst wäre dies in der Tat ein trauriger Tag für die Zwerge geworden. Stattdessen haben wir den Sieg errungen. Das Feuerherz bleibt in unserer Hand und wir leben weiter, es zu verwenden. Naja, der Satz ist ein bisschen seltsam, ne? Ich nehme mal hier Saphir Edelstein der Ausdauer. Schwupp. Und jetzt müssen wir zu Willi in der 21. Halle. Da werde ich mich jetzt außerhalb des Let's Plays hinbegeben. Und ihr dürft natürlich in die Kommentare, sowohl hier als auch bei den anderen Videos, schreiben, ob ihr das letzte Scharmützel auch noch gucken möchtet. Und wenn dem so ist, dann werde ich das mit euch zusammen machen. Und ansonsten mache ich das ganz, ganz alleine. Ja, das war's auf jeden Fall wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich natürlich noch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Aber das habe ich ganz vergessen. Aber ihr müsst nicht. Dürft ihr. Okay? So, danke fürs Zuschauen und bis dann.